So, weiter geht es hier mit Civilization Beyond Earth auf dem Planeten Ziu mit unseren Freunden von der Afrikanischen Union, die sich mittlerweile in ihrer Hauptstadt Magan relativ gut eingerichtet haben. Es gibt viele Plantagen mit Knollengemüse, es gibt Plantagen mit Faserpflanzen, es gibt Generatoren, es gibt Farmen, zwei Bautrupps sind am Werkeln. Wir haben eine Handelsroute mit Fernbasis 1 eingerichtet, die uns regelmäßig mit Energie und mit Forschungspunkten versorgt. In einer Runde ist unsere Forschung mit Chemie abgeschlossen und wir haben uns bereits einen Affinitätspunkt in Richtung Vorherrschaft, also der Ideologie mit Computern, Cyberwesen und Maschinentaktik verschrieben. Ja, läuft doch alles ganz gut. So langsam müssten wir mal zusehen, dass wir eine zweite Stadt gründen können und das nehmen wir als nächstes mal in Angriff. Ich bin Christian Weigel und ich mache hier das Tutorial mittlerweile in Folge 6 für Civilization Beyond Earth. Oh, eine Station entdeckt eine weitere. Eine 4 Milliarden Jahre alte Welt voller Ressourcen, die sich nur eine Handvoll Leute teilen. Wir werden hier ein Vermögen machen. Ja, wir haben hier eine neue Technologie erforscht. Die Chemie, die hat sehr viel mit Öl und Recycling zu tun. Aber sie ermöglicht uns auch den Bau des Labors. Plus zwei Wissenschaft, sehr schön. Und gleichzeitig in derselben Runde haben wir die Station Jinzoku Labs entdeckt. Die Station Jinzoku Labs bringt jeder Stadt, die einen Handelsweg einrichtet, folgendes. Plus zwei Wissenschaft und zwei Produktion. Schließen. Oh, die Station liegt aber gar nicht so weit entfernt von uns. Aber das Problem ist, sie liegt hinter dicken Miasma-Vorkommen. Ich weiß nicht, ob wir da eine Handelskarawane durchschicken könnten. Das müssten wir vielleicht erstmal aus dem Weg räumen, dieses Miasma. Unsere Stadt Magan ist mittlerweile optisch sehr schön angewachsen, sind viel mehr Gebäude drin, aber bei einer Stadt der Größe 7 kann man das auch erwarten. Und wir wählen uns eine neue Forschung aus. Als nächstes wünsche ich mir, und das schlägt uns ja auch unser Wirtschaftsberater vor, die Ökologie. Damit können wir einen Anti-Miasma-Satelliten bauen, den miasmischen Repulsor, ein Vivarium, ein Gebäude, was uns Nahrung bringt, und den Ultraschallzaun. Sehr praktisch, erklären wir später, was es damit auf sich hat. Hält auf jeden Fall die Aliens durch Ultraschallschwingungen von unseren Städten fern. Das ist aber in diesem Fall noch kein Problem, weil Aliens in der Nähe unserer Städte haben wir überhaupt keine. So, unser tapferer Erkunder ist vollständig geheilt und kann sich jetzt wieder auf die Suche nach neuen Ausgrabungsstätten und Bonusschätzen machen. Oh, so viele Wolfskäfer. Da brauchen wir vielleicht doch so langsam mal etwas Militär. Wie gut, dass wir einen Soldaten in Auftrag gegeben haben. Beziehungsweise, ich entschuldige mich, natürlich ein Marine ist das schon. Ein Soldat Stufe 2. Hm. Unser tapferer Erkunder bewegt sich mitten zwischen die Wolfskäfer. Kein Problem. Und diesen Bautrupp haben wir hier auf dieses Flussufer geschickt, um neben der Stadt den Wald abzuholzen und eine Farm zu bauen. Nächste Runde. Noch 5 Runden übrigens, bis hier in Magan der Marine fertiggestellt ist. Da kommt unser Handelskonvoi automatisch zurückgefahren. Könnt ihr mal schauen, was unsere Handelsübersicht macht. Handelswegübersicht. Ein Handelsweg von Magan nach Fernbasis 1, noch 20 Runden verbleibend, bringt plus 2 Cred, 2 Energie und 2 Forschung pro Runde. Wunderschön. Hier könnten wir in die Orbitalansicht wechseln. Unser einziger Satellit ist bislang unser Sonnenkollektor, der zentral über Magan schwebt und dort die Energieausbeute verbessert. Und unser Erkunder macht sich weiter auf Richtung Westen. Der andere Richtung Osten. Irgendwo müssen doch noch welche von diesen Ressourcenkapseln sein, die uns schöne Geschenke aus der alten Erdheimat ermöglichen. So viele Wolfskäfer. Das ist ja unangenehm. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Möglichst nicht im Miasma stehen bleiben. Das kostet immer Trefferpunkte am Rundenende. Nächster Schritt. Ups. Schon wieder haben wir den Fall. Nein! Wie schrecklich. Schon wieder hatten wir den Fall, dass wir uns zu forsch einem Alien als der Kojote begriff, dass er der einzige seiner Art auf diesem neuen Planeten war, erscholl sein Heulen durch die Schluchten und von den fernen Hügeln. Wir haben jetzt erforscht den Anti-Miasma-Satelliten und zwei Gebäude, die sich relativ nützlich erweisen werden später. Ja,
Unser Erkunder fährt weiter nach Westen. Dort gibt es aber nichts zu holen außer einer großen Ebene. Nur in der Ostrichtung haben wir gerade einen Erkunder verloren bei einem Schritt auf das Alien-Nest zu. Das schreit natürlich nach Rache. In zwei Runden ist unser Marine fertig. Und wir schauen mal, ob wir zusätzlich noch ein Kampffahrzeug dazustellen. Das kaufen wir aber mit unserem Credit-Überschuss. Als nächste Forschung wünsche ich mir... Ich hatte ja erwähnt, dass ich zuerst immer gerne den inneren Kreis der Hauptforschungsprojekte fertig abschließe. Deswegen kommt jetzt erst nochmal Genetik an die Reihe. Damit bauen wir das Pharma-Labor, das bringt schön Gesundheit, und die Zellzuchtstation. Ein Allzweckgebäude für Forschung, Gesundheit und alles mögliche andere. Jetzt haben wir, glaube ich, alle schönen verfügbaren Flussbauplätze abgebaut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mal hier eine Farm mitten in die Pampa zu bauen. Mal schauen, wie die Bevölkerungsverteilung ist, ob die alle gescheit auf den richtigen Plätzen arbeiten. Arbeitet am Fluss. Jawohl. Alles gut. Nächste Runde. Schon wieder eine Station entdeckt. Städtminenbau. Die scheint aber sehr weit weg zu sein. Da können wir keine Handels... Oh! Venez, mettez-vous à l'aise. Franco-Iberia vous accueille chaleureusement. Ah, bonjour, Madame. Sehr schön, Sie zu sehen. Machen Sie es gut. Also gleichzeitig einmal die Station Städtminenbau. Die ist hier. Und dann sind im selben Zug die Franzosen gelandet. Wo sind die denn gelandet? Wollen wir mal suchen. Da ist Tiangong, dort sind die Chinesen, beziehungsweise die Panasiaten. Nö, ich finde sie eben nicht auf der Karte. Nächste Runde. Hier ist Freeland, die Hauptstadt der Polystralia, also die Hauptstadt von Präsident Hutama. Wir sehen schon, er hat schon zwei Soldateneinheiten, zwei Marines gebaut. Nein, es sind noch Soldaten, er hat sie noch nicht aufgerüstet. Und schon eine Farm. So, und das gekaufte Kampffahrzeug, das kann sich pro Runde drei Felder bewegen, im Gegensatz zu einer fußläufigen Einheit wie dem Soldaten oder dem Bautrupp oder dem Erkunder. Mit dem gehen wir jetzt den Käferchen mal auf den Pelz rücken, aber erst wenn der Marine zusammen noch fertig ist. Eine Farm wollte ich auf diesem Geländefleck hier noch bauen, bitte. Und nächste Runde. Der Marine ist gebaut und abgeschlossen. Als nächstes, ich bin für Expansion, wir brauchen eine zweite Stadt. Es wird ein Kolonist in Auftrag gegeben. Unsere Einheit benötigt Befehle, wir fahren entlang der Grenzen der Polystralia. Was haben wir denn hier? Aha, ein Außenposten. Das bedeutet, Hutama von den Polystralien hat mittlerweile seine zweite Stadt in Auftrag gegeben. Jede Stadt startet nämlich als Außenposten, ist dann in dieser Zeit noch wehrlos, kann nichts bauen, kann nicht schießen, kann sich nicht verteidigen und benötigt dann einige Runden, um zu einer vollwertigen Stadt heranzuwachsen. Und hier lassen wir unseren letzten Zug verfallen und bleiben stehen, tun nichts. Vielleicht ist diese Drohne ja doof genug, uns anzugreifen. In der Zwischenzeit führen wir noch Verstärkung heran mit dem Marine. Und dann werden wir mal versuchen, dieses Alien-Nest hier hinten auszuräuchern. Der Bautrupp baut fleißig weiter. Der zweite Bautrupp ist wild am Sägen hier im Wald. Das Gute am Abholzen eines Waldes ist... sehr gut. Wie ging das aus? 23 zu 38. Sehr gut. Oh! Und da ist ein weiteres gefährliches Alien auf uns vorgerückt. Ein Manticore, das ist eine außerirdische Fernkampfeinheit. Die kann zwei Felder weit schießen. Mal schauen. Ah ja, ein bisschen Kampftaktik könnten wir jetzt auch durchführen. Ich wähle mal unser Kampffahrzeug aus und halte den rechten Mausbutton gedrückt und fahre über die Manticore-Einheit. Dann bekomme ich hier links unten eine Kampfvorschau angezeigt. Bedeutender Sieg. Wir würden 54 Schaden anrichten.
und hätten den Gegner damit über die Hälfte seiner Trefferpunkte abgeluchst und er würde bei uns nur 15 Schaden anrichten. Das machen wir aber nicht. Wir machen etwas anderes zuerst. Wir führen die Einheit mit den Marines hier in die Nähe und flankieren dadurch den Manticore. Und schauen jetzt nochmal auf die Kampfvorschau. Jetzt bekämen wir nämlich noch 10% Flankierungsbonus hinzu und würden sogar 61 Schaden veranstalten. Einfach nur dadurch, dass der Marine dort in der Nähe sitzt. Und nicht mitschießt direkt, aber einfach durch seine Präsenz den Manticore dazu zwingt, sich auch auf ihn zu konzentrieren. Das machen wir natürlich. Der Manticore schießt grünen Schlabber nach uns. Und unser Fahrzeug hat 5 Erfahrungspunkte erhalten. Der Manticore ist aber leider noch nicht komplett besiegt. Oh, hier merke ich gerade, haben wir uns in eine Sackgasse manövriert. Links unter uns ist ein Canyon, über den können wir nicht mehr fahren. Vor uns sind die Grenzen der Polistralia und im Norden auch. Oh, und hier sehen wir schon, dass dieser Außenposten hat sich jetzt in eine kleine Stadt verwandelt, in Jimboomba, die zweite Stadt der Polistralia. Wir könnten aber diplomatisch anfragen bei den Polistraliern. Good to see you again. Hallo, good to see you again. Wir wählen einen Handel aus und... Let's talk straight. Wählen die Option offene Grenzen. Für 25 Runden dürften wir damit durch sein Territorium fahren und er durch unseres. Und wir fragen mal, na, wie wäre das? Oh, macht er nicht. Not this time. Wir können aber nachfragen, wie können wir handelseinig werden? What's ours is yours. Aha. For a price. Also wir müssten ihm 7 Energie auf einmal plus nochmal 3 Energie pro Runde bezahlen. Dann würde er auf diesen offenen Grenzvertrag eingehen. 7 plus 25 mal 3, das wären ja 82 Energie. Doch, das machen wir. Das stärkt die diplomatischen Beziehungen. Übrigens, sehr schönes Jackett, Monsieur Utama. So, jetzt dürfen wir seine Grenzen einfach durchfahren. Das machen wir einfach, indem wir klären sein Gelände auf. Nächste Runde. Ah, auch Utama hat schon Handelskonvois unterwegs. Der Manticore schießt auf unser Kampffahrzeug. Das finden wir nicht gut. Die Drohne schießt auch. Und das Kampffahrzeug hat jetzt mittlerweile 3 Angriffe ausgehalten. Und dadurch einen Veteranenstatus erreicht. Das heißt, wir können eine von 2 Optionen wählen. Entweder wir verteilen eine Beförderung, dann hat dieses Kampffahrzeug auf immer und ewig plus 10% Angriffsstärke und Verteidigungsstärke. Oder wir fügen einmal einen Schwung neuer Rekruten hinzu. Dann verpufft die Beförderung, aber das hätte seine Trefferpunkte wieder geheilt. Nee, wir machen das anders. Ich wähle den einmaligen Kampfbonus, den dauerhaften, und fahre das Fahrzeug einfach wieder zurück auf unser befreundetes Territorium, um sich dort ausheilen zu lassen. Aber vorher greifen wir natürlich noch den Manticore an mit unseren Marines. Wir lassen das Kampffahrzeug jetzt noch dort stehen, damit es den Flankierungsbonus bereitstellt. 10%. Und damit ist... Manticore-Geschichte. Die Marines machen das schon. Vielen Dank. Und direkt vor den Marines ist eine weitere Ressourcensonde aufgetaucht. Wie schön. Jetzt kann das Kampffahrzeug sich zurückziehen. Schön, dass es 3 Felder weit fahren kann. Auf der Ebene wird es durch keinerlei Hügel oder irgendwelche störende Vegetation gebremst. Und unser Erkunder fährt weiterhin fröhlich durch polistranisches Territorium. Beziehungsweise, nee, am Rand entlang, aber... Das ist schon gut, wenn man weiß, was der Gegner baut und tut. Die Drohne greift den Marine an. Eine fragwürdige Entscheidung. Und wir haben schon wieder eine Station entdeckt. Man zieht mit den Soldaten in den Krieg, die man hat. Sorge dafür, dass es die Soldaten sind, die du willst. Ja, wir haben jetzt die Genetik erforscht. Die bringt uns 2 Gebäude, das Pharmalabor und die Zellzuchtstation. Werden wir beide später bauen. Eine Station entdeckt, Kiagungan, und wir dürfen wieder einen Wert entwickeln. Aha, sehr schön. So, da wir jetzt mittlerweile ein bisschen Streit mit den Aliens angefangen haben, wähle ich im Machtforschungsbaumbereich, beziehungsweise Kulturbereich, adaptive Strategien. 50% Erfahrungspunkte für meine Truppen durch Kämpfe. Damit auch was hängen bleibt, wenn die Einheiten so schön sich gegen die Aliens schlagen. Eine weitere Forschung ist wählbar für uns.
So, jetzt haben wir fast außer Physik den inneren Kreis abgeklappert. Ich wähle noch Physik, das dauert nur 4 Runden. Damit bekämen wir eine Fernkampfeinheit, den Ranger, ein Observatorium und ein Startzentrum für Satelliten. Und 1, 2, aha. Auch Utama verfügt hier über die Ressource Fasern, hat die aber noch nicht ausgebaut, wie wir sehen. Und auch er hat einen Sonnenkollektor. Warum er den allerdings hier über dem Meer postiert hat, ist mir nicht ganz klar. So, das Kampffahrzeug darf sich hier verschanzen, bis es wieder vollständig repariert ist. Von Heilung will ich da gar nicht mal unbedingt sprechen, das ist ja eine mechanische Einheit. Das ist schlimm mit dem CH, SCH. Und der Bautrupp hat brav seine Farm fertiggestellt. Auf diesem Hügel hier schlägt uns das Programm vor, eine Mine zu bauen, ein Bergbauunternehmen. Das machen wir doch. Bergbauunternehmen bringen im Gegensatz zu Farmen keine Nahrungsboni beim Beackern, sondern damit werden Produktionsschräubchen hergestellt. Ein Hügel ohne Bergbauunternehmen bringt nur ein mageres einziges Schräubchen, mit einer Mine dann etwas mehr. So, die Marines, die standen leider in einem Feld mit Miasma und bekamen deswegen zusätzlich noch ein paar Trefferpunkte Verlust eingebrockt und bewegen sich jetzt ein Feld vor, um diese Ressourcenkapsel zu bergen, plus 25 Wissenschaft. Super. Ein tragbarer Reaktor war tatsächlich drin. Also wir haben diesen tragbaren Reaktor gefunden, das gibt 50 Energie als Bonus, direkt bar aufs Konto. Und die Questtour haben wir abgeschlossen, Geschenke der alten Heimat, das waren diese 25 Wissenschaft. Wunderbar, nächste Runde. Ups. Meine Spinnensensoren sagen, dass hier sehr viele Wolfskäfer auf unseren Marine zu hoppeln. Die Frage wäre jetzt, angreifen, da ziehen wir etwas Verluste. Oder, noch besser, wir verschanzen uns kurzzeitig hier, heilen dabei. Marines heilen ja außerhalb freundlichen Territoriums auch 15 Trefferpunkte und lassen die Wolfskäfer zu uns kommen. Ist zwar eigentlich eine ein bisschen feige Taktik, aber wir können es uns leisten. Auch diesen Erkunder, dem fehlen 10 Trefferpunkte, die lassen wir mal kurz aufrüsten und geben die Mine in Auftrag. Ansonsten mal kurz die Gesamtsituation betrachten. Wir haben noch nicht wirklich viel des Geländes aufgeklärt. Es kommt uns ja dauernd auch irgendwas dazwischen. Aber wir haben schon sehr, sehr schön viele Geländefelder rund um unsere Stadt ausgebaut. Vor allem freue ich mich über diese doppelte Plantage mit Knollengemüse. Und hier drüben das Alien-Nest, dem werden wir demnächst mal zeigen, wer den Käse zum Bahnhof gerollt hat. Alles klar, ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns. Tschüss!